Heute beantworte ich die vorzügliche Frage, warum die meisten Menschen etwas viel zu verbissen nehmen und es auch sehen. Die Besonderheit ist nämlich, wenn etwas auf sie zukommt, was sie noch nicht gemacht haben, was für sie letztendlich so zu verstehen ist, dass sie irgendwie etwas in Frage stellen, also es nicht beantworten können. Oder aber sie wissen einfach nicht, wie es weitergeht. Letztendlich lassen sie sich auf etwas ein, wo sie nicht irgendwie herausfinden im Vorfeld, was kann da letztendlich bei passieren. Und da weiß man ganz genau, sie haben es noch nicht gemacht und gleichzeitig wissen sie auch letztendlich nicht, wie ist denn die Ausgangssituation. Und da müssen sie letztens und überwiegend damit rechnen, dass irgendetwas auf sie zukommt, wo sie sich verhaspeln. Und das ist das Schöne, weil die meisten da nicht Bescheid drüber wissen. Wieso, weshalb, warum? Nehmen sie etwas viel zu ernst, anstatt alles, was im Leben passieren kann und im Leben passieren wird, locker zu nehmen und da einfach nur reinzugehen, sich das anzuhören, gute Fragen zu stellen und dann damit zu rechnen. Jetzt ist ja Einstieg und irgendwann ist der Ausstieg und dann kommt man auch an die Reihe. Und dann weiß man letztendlich, jetzt bin ich viel von der Auffassungsgabe, von der Zuversichtlichkeit, von allem, was da so einfließt, locker, frei und mehr oder weniger dem angepasst und kann mir vorstellen, dass das funktioniert. Und wenn du natürlich engstirnig irgendwie da reingehst, was soll da passieren? Du wirst kein Wort rausbekommen und zum anderen wird nichts funktionieren. Und wenn dir das gefallen hat, wenn du es anwenden möchtest, dann teile das jetzt mit anderen Menschen, die das hören und wissen müssen. Und sag dir gleichzeitig auch, ich schaue dir meinen YouTube-Kanal an. Da kannst du mittlerweile über 800 Videos dir anschauen und weißt dann danach, wie ist die Antwort darauf, auf deine Frage. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.